Moin zusammen und willkommen zurück zur Definitive Edition von Outward. Wir sind hier in den verlassenen Unterkünften fertig. Einen sind wir natürlich nicht komplett, aber wir haben die Taschen voll mit Sachen, die Geld bringen. Und wir haben den Atrois ja schon geholfen. Und eigentlich wollen wir ja Aufgaben erledigen. Und eine Aufgabe wäre es zum einen die Kiste, die wir jetzt haben, wo... Ich weiß, was drin ist. Ich wurde gespoilert, weil ich ja nachgelesen habe, wo ich den Lagerhausschlüssel herkriege. Oder nachlesen wollte. Ich habe es nicht gefunden. Wenn wir nachgucken, kriegen wir eine schlechtere Belohnung. Wen das interessiert, das könnt ihr in der Wiki nachlesen. Outward Wiki. Aber es ist im Endeffekt... Wir würden eine schlechtere Belohnung kriegen und ich würde gerne die volle Belohnung haben, wenn ich ehrlich sein will. Die Belohnungen habe ich mir aber auch tatsächlich gar nicht mehr gemerkt, ob man jetzt irgendwie Geld kriegt oder irgendwas anderes. Ist ja auch eigentlich nicht so relevant, solange es nicht wirklich was äußerst Wertvolles ist. Und äußerst wertvoll kann es nur sein, wenn man die volle Belohnung hat. Ja. Wir hatten letzte Folge so ein kleines Problemchen mit einem Gegner. Und zwar hat er mich mit nicht einem Schlag... aber zwei, würde ich sagen, aus dem Leben gejoinkt. Immer eben kurz weggejietet. Meine Überlegung, wie man den hätte machen können, mit der Klamotte hier bin ich ja schneller als er. Ich laufe die ganze Zeit im Kreis vor ihm weg und lege Fallen, dass er da durchrennt. Mir ist aber aufgefallen, als ich vor ihm weggelaufen bin, dass er Leben wohl zurückgewinnt. Ich weiß nicht, wie schnell er Leben zurückgewinnt, aber wenn er Leben zurückgewinnt und es ist in einem Bereich, der genauso schnell ist wie meine Falle, dann wäre es, denke ich, nicht sinnig, dass ich dort weiter versuche, den erstmal so wegzuholzen, sondern wir machen dann erstmal lieber, suchen wir lieber einen Weg, wie wir in das Lagerhaus kommen. Was sein könnte... dass wir um das Lagerhaus herum irgendwo vielleicht Gegner haben. Oder vielleicht Kassitenbanditen zum Beispiel. Die sind ja hier sehr ansässig. Und einer von denen hat einen Schlüssel. Wirklich. Weiß man nicht. Muss man alles herausfinden. Da wäre Lagerraumschlüssel. Wo wir Desi heißt sie, ne? Mal kurz. Desi, genau. Wo wir Desi treffen und helfen sollen. Ja noch ein Mysterium für mich ist, wäre meine Idee, wir machen das, was kein Mysterium für mich ist, als nächstes, sobald wir die, alles in Hamatten abgelagert haben. Und das wäre das, das Wasser der Leylinie. Der Heiligenlinie, nicht der Leylinie. Der Heiligenlinie. Das ist nämlich hier unten. Bei der alten Turbine. Ist aber mal quer über die ganze Karte. Wird also sehr zeitaufwendig. Und deswegen hätte ich gedacht, ich suche mir jetzt einfach mal ein paar Sachen raus, die ich auf dem Weg hin erkunden kann. Also wir kommen ja hier raus, laufen dann hier lang. Man könnte beim Tempel des Klüngels der Winde einmal kurz Halt machen und schauen, ob es da was Interessantes gibt. Wenn nicht, einfach weiterlaufen, weil hier, meine ich, ist schon der Wasserstand, wo man es holen kann. Und laufwegtechnisch haben wir es in Outward leider ein bisschen schlechter getroffen als in Skyrim. In Skyrim gibt's, sag mal, ja, wir haben dann unser Pferd, was uns unglaublich beschleunigt. Den Heimdall. Hier haben wir es nicht. Stattdessen haben wir Rüstungen, aber verbrauchen auch immer Ausdauer. Sind die Wege teils ein bisschen langweilig? Ich hoffe dann halt immer, dass die Musik von Outward da ihren Part tut und nicht wie jetzt gerade stumm ist, sondern einfach schöne Hintergrundmusik uns schöne Hintergrundmusik uns mitbringt, dass wir entspannt eine schöne Reise haben können. Gut, Hamatten haben wir schon erreicht. Das hat auch nicht mehr ein bisschen weniger als 5 Minuten gedauert. Dann können wir jetzt zum Viktor gehen und schauen, beziehungsweise schauen, was er für eine Belohnung für uns hat. So, Bogen bieten die einfachste Möglichkeit für Distanzangriffe. Du kannst deine Gegner
Kannst deine Gegner heranzoomen und auf sie schießen. Denk daran, dass Pfeile vor dem Abschuss ausgerüstet werden müssen. Und Essen verfault mit der Zeit. So, allererstes. Halt. Was kann ich für dich tun? Karawanenleiter. Du kannst jetzt erstmal Sachen kaufen. Also ich bin eigentlich ein Fan vom Sammeln von Sachen, aber es gibt hier wirklich so viel, was so doppelt immer reinfliegt. Ich werde jetzt einfach geldtechnisch uns die Sachen, werde einfach geldorientiert alles erstmal größtenteils verkaufen. An Waffen etc. So, 300. Hört sich doch gut an. Haben wir hier? Was ich nicht weiß, ist, ob... Okay, dann habe ich mich verhört gerade. Ob ich vielleicht solche Tränke mal brauche. Wir brauchten ja zum Beispiel auch einen... Wie hieß er? Einen ganz speziellen Trank, der Verderbnis runtersetzt für eine Quest. Ich hoffe jetzt einfach mal zwischendrin hier so ein paar von solchen Tränken. Pack die mit ins... in die Truhe. Aber den Rest hier brauche ich eigentlich nicht, ne? Nee. Sehr gut. Das sieht doch schon mal gut aus. So. Jetzt, ja, bevor wir zu Victor gehen, können wir einmal kurz abladen. Anlegen. Ach ja, Schild, ne? Schild und Schwert. Kann ich gleich noch verkaufen. Feuer immer erstmal alles weg. Und werde dann, bevor wir uns auf bevor wir auf die nächste Reise gehen, werde ich dann nochmal Sachen mitnehmen. Den Schlüssel zur Gießerei behalte ich aber, weil den könnte ich sonst mal vergessen mitzunehmen. So, Victor. Ist hier hinten. Bei den Trainingsplätzen. Weil man kann hier nicht durch. Da auch nicht! Wie fett ist er denn? So. Ah, danke. Ich habe Atros zu den Banditen und Desi zur Lieferung geschickt. Bleib notfalls. Hey! Keine weiteren Informationen. Nett. Oder auch nicht. Ja, wir können mal eine Pause gebrauchen. Wie viel Uhr haben wir denn? 11. Ne, dann machen wir das anders. Pause machen wir nicht, sondern... kaufen nochmal eben die Waffen. Hast du pikante Paste? Was brauchst du? Keine pikante Paste, schade. Aber ich nehme mal das Essen hier, was ich gebrauchen kann. Das ist Turmip-Eintopf und Bergmanns-Omelett. Wunderbar. Dann brauche ich nämlich keine kochen. Wir können mal eben schauen. So, für die Linie wollte ich vor allem leere Schläuche mitnehmen. 2, 3, 4, 5, 6, 7... Einen lasse ich hier. So. Zwei lasse ich gefüllt. Und jetzt, habe ich pikante Paste? Ich habe keine pikante Paste. Was brauche ich für pikante Paste? Pikante Paste ist ein sehr schönes Gericht, was uns Lebensenergie und Ausdauer zurückbringt. Wir brauchen ein Ei, einen Kürzkäfer und einen Fisch. So, habe ich Eier? Habe Eier. Habe ich Gewürzkäfer? Habe ich. Habe ich Fische? Habe ich, aber nur einen. Dann holen wir doch noch mal ein paar mehr Fische. 7 können wir haben. 7 pikante Pasten sind doch schon mal besser als eine. Die bitte einmal. Hopp, 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 hopp. Wie heißt denn da nochmal unser... Wir haben ja einen... Unser Charakter hat ja auch einen Namen. Ich habe vergessen, wie wir heißen.
Wir geben uns selben Annahmen. Ich bin ein Idiot. Ich dachte, warum ich drauf komme, ich hatte neulich nochmal an eine Light Novel gedacht, die ich gelesen hatte, vor ewig langer Zeit. Und der Name des Hauptcharakters hieß Leylin. Und ich war irgendwie voll... Ich habe irgendwie voll die Meinung gehabt, dass unser Outward-Charakter, also mein Outward-Charakter auch Leylin heißt. Aber das ist ja gar nicht richtig. So, warte mal, wer ist denn nochmal Gefängnis, Gefängnis, Vendavel, Vendavel, Banditenlager, verlassenen Unterkünfte. Den muss ich hier behalten. Und das hier sind alles Schlüssel von den Halbinseln, die brauchen wir nicht. Geld nehmen wir mit. So, was brauchen wir noch? Man kann schon mal Stromspulen gebrauchen. Und auch manchmal Edelsteine. 3 nehmen wir von denen mit, 3 von denen. Alle Rubine. Davon 3. Das nicht, davon 3. Oh, Entschuldigung. Davon 3. Gut. Und jetzt brauchen wir nur noch schauen, dass wir Proviant, Zelt und Waffe habe ich. Proviant und Zelt. So, Proviant ist hier. Reiseproviant wäre natürlich das hier, aber das nehmen wir nicht mit. Mit Proviant meine ich natürlich Essen. So, 5 Bergmannsomelette. Verbände. 5 reichen eigentlich. Na, sehen wir, 7. Und Tränke. Die Lebenstränke. Das 3 Tränke brauchen wir gar nicht mehr so viele. Die kann man ein bisschen runter rationieren. Und Fluchreiniger. So, gibt es noch irgendeinen Trunk, der gut wäre? Nein, ne? Brauche ja eigentlich keinen weiter. Nö, ich denke nicht. Gut. Dann noch unsere Klamotten. Ein bisschen lediert, aber jetzt nicht so schlimm. Harpune und Spitzhacke einpacken. Und das Zelt nicht vergessen. Das Zelt. So, ich meine, ich habe alles. Essen. Trinken. Edelsteine. Geld. Schlüssel. Zelt. Sachen. Und Tränke. Passt, wir können los. Sehr schön. Dann können wir unsere Reise zur Heiligen Linie aufmachen. Können wir uns aufmachen zur Heiligen Linie. Wortfindungsschwierigkeiten, Main. Uraltes Plateau. Du beginnst das Spiel mit ein paar wenigen Fähigkeiten, darunter der Tritt. Außerdem kennst du mehrere nützliche Rezepte fürs Überlebenshandwerk. Das habe ich schon lange nicht mehr benutzt, das Überlebenshandwerk. So, also Ziel ist hier unten. Und wir starten hier. Hier wäre vielleicht noch ein Zwischenstopp. Ich würde mich aber auch direkt nicht durch die Ruine hier durchschlendern. Da sind wir ja schon jetzt häufiger gewesen, sondern sofort mal schauen, dass wir hier links lang laufen. Ist vielleicht ja was Interessantes zu sehen. Weiß man nicht. Gucken wir, dass das Leben ein bisschen schneller hochgeht. Was ich ja interessant fände, was ich noch gar nicht weiß, ob es das vielleicht gibt. Das gibt es ja bei Gothic und manchmal auch bei anderen Spielen. Tränke oder andere Gegenstände, die permanent etwas erhöhen. Bei Diablo 2 fällt mir zum Beispiel ein, dort gibt es im zweiten Akt, nee, dritten Akt, Entschuldigung, im dritten Akt bei Alcor eine Quest, die einem einen Trank gibt, der, meine ich, die Lebensenergie um 20 steigert. Wenn sowas hier in Outwards auch zu finden wäre, wäre das echt krass. Aber ich denke, das wird es nicht geben. Aber ich lasse mir mal die Illusion. Ne? Lass mir mal die Illusion, vielleicht mal irgendwas zu finden. Okay, 2 Hunde. Die können wir uns mal eben kümmern. So, zuerst mal das Schwert. Dann der Schutz. Dann die Laterne. Und schon können wir los. So, wir beginnen mit einer Falle, wie immer.
So. Wenn man vorbereitet ist, dann können die einem nichts. Wenn nicht vorbereitet ist, dann sind die beiden schon recht gefährlich. Oho, oho, oho. Hier sehe ich nichts in der Nähe. Da vorne war übrigens der Lagerschuppen. Der Lagerraum. Wo mir nach wie vor leider der Schlüssel für fehlt. Okay, der Wachturm ist da rechts. Das ist hier. Dann müssen wir hier nach links. Boot. Kann man das benutzen? Nein, das ist untergegangen. So, ich glaube, wir müssen da vorne über die Brücke. Ja, da müssen wir drüber. Und hier könnten jetzt auch überall wieder neue Gegner sein, weil ich war hier noch gar nicht. Heißt, Augen und Ohren offen halten. Nee, das brauche ich nicht. Salz und Fackel. Salz kann man sich überall herholen. Aus hier so. Aus hier so. Was ist hier mit? Hier vielleicht was? Das sieht da vorne aus wie eine krasse Banditenfestung. Ich guck mal kurz auf die Karte. Brücke des alten Theaters. Da werden sich 100 pro Banditen niedergelassen haben. Aber jetzt nicht unser Ziel. Ich wollte mal kurz nur einen Schlenker machen, damit ich ein bisschen eine bessere Übersicht von der Allgemeinkarte des uralten Plateaus habe. Damit ich mich etwa so gut zurechtfinden kann, so wie auf der Halbinsel um Cierzo rum. Wird ein bisschen dauern, aber das wird schon noch. So. Hier ist nichts weiter. Was ist denn da vorne? Das sieht aus wie ein fettes Ding. Alter, sie sieht richtig dick aus. Was bist du? So. Händler. Das kämpft gegen irgendwas. Was kann ich für dich tun? Guck mal, hat er irgendwas Nützliches? Obsidian habe ich noch nicht. Aber ich habe, glaube ich, nichts, was ich verkaufen möchte. Nee, ich habe nur Utensilien. Was macht er da? Bereite mich mal vor, dass es aggressiv wird. Nein, ich werde aggressiv. Hey, der haut ab! So nicht. Was bist du? Ein Bosu. Bosu-Fleisch. Hier steht der Verderbnis. Roh gegessen kann es dich krank machen. Ach so. So, da vorne links ist der Tempel, den ich erwähnt hatte, aber hier rechts, das macht mich gerade ganz neugierig. Das ist ja gar nicht hier angezeigt. Das wird dieses Teil hier sein. Was ist denn hier oben? Junge, was haben die hier gebaut? Ein Oblivion Gate oder was? Wolltet ihr Maroons Dagon anrufen? Seltsame Werkmund. Ja, wenn ich mal herausfinden könnte, wie die funktioniert. Also der Bosu ist nur relativ fett. Ich weiß jetzt nicht, wie gut er im Nahkampf reinhämmert. Aber das will ich auch ehrlich gesagt nicht aus nächster Nähe erfahren. Mir wird es reichen, wenn er irgendein anderes Tier mal angreift. Gut. Machen wir uns mal kurz auf zum Gebäude da drüben. Ich dachte ja, ich möchte zumindest einmal hier beim Tempel anhalten. Und ich glaube, das wird er sein. Jemand zu Hause? Ist hier unten was? Nicht?
fühlt sich ein bisschen an, als wäre die Karte hier nicht ganz fertig gewesen. Als hätte man hier noch ein paar Sachen vergessen. So, eine Kiste und ein Altar. Ich gucke mir erstmal den Altar an. Eine Schale. Feuerschale. Wasserschale. Sollte hier wer sein? Nichts. Einfach nichts. Macht mir jetzt ein bisschen traurig. Dass hier wirklich einfach gar nichts ist. Einfach gar nichts. Okay. Dann ziehen wir mal unsere Reiseklamotten an. Haben da vorne die beiden Pumpen oder was das darstellen soll, irgendwas? Könnte das was sein? Ist irgendwas Lilanes auf dem Boden? Ah, Mantis! War was hier. So, jetzt können wir uns die Pumpen auch angucken, ne? Oh, sind noch zwei. Was auch immer die hier aus dem Boden saugen. Und wo auch immer sie es hinleiten. Man hört hier, hat hier was knallen gehört. Oh, Durst. Was auch immer das ist. Gut, die Sonne geht so langsam unter. Wir müssen uns mal sputen und das Wasser abholen. Lauf. Schneller. So, kaputtes Zelt. Da war jetzt nichts Weltbewegendes drin, aber es war viel. Und nichts davon war scheiße. Also alles konnte man irgendwie verwenden. Also es ist nicht so, als ob da jetzt Holz drin gelegen hätte oder eine Fackel oder irgendwie sowas in die Richtung. So. Sieht hier alles so leer aus. Soll das so leer sein? Ein Ödland hier. Ödland ohne Ungeziefer. Ernüchternd. So, ich würde behaupten, wir müssten da vorne hin, damit wir hier hinkommen. So, und das ist ein Mantis, der da im Gras sich mal wieder versteckt. Also nicht unvorbereitet hin. Oh, ich dachte, der wäre weiter weg. Ich habe mal wieder E gedrückt. R gedrückt. Für Waffe wegstecken. In Skyrim steckt man halt die Waffe mit R weg. Ich gehöre auch schon mal in Skyrim einfach Z. Bosu. Z. Um meine Waffe wegzustecken. Und das klappt da auch nicht so gut. Ganz schön langsam das Ding. Ach ja, das rennt ja jetzt weg. Schon wieder vergessen. Mann, der Bosu kann sicher noch was anderes als sein Fleisch bei sich tragen. Also droppen. Wahrscheinlich ein Bosu-Geweih oder sowas.
Jetzt habe ich noch keins davon bekommen. Raubtierknochen brauche ich jetzt nicht, aber es werden auch keine Raubtierknochen sein. Boso würde von dem, wie ich es einordnen würde, ist bestimmt ein Beutetier. So wie so ein Büffel. Wie so ein Büffel. Aber du willst natürlich auch nicht unvorbereitet auf so einen Boso zugehen, weil so ein Boso, der ist ganz schön fett und sieht aus, als könnte der dich mal eben in Grund und Boden stampfen. Da vorne der Wachturm. Ja. Dann bin ich jetzt hier unten rechts in der Ecke. Wird mal wieder so ein Wurmelbeintopf gebrauchen, oder? Nee, nee. Machen wir, wenn wir in Richtung Kampf gehen. So. Vor den Ruinen hier habe ich ein bisschen Respekt, denn ich kann ja nicht durch die Wände gucken. Und es ist gut möglich, dass hier sich direkt was hinter den Wänden versteckt. Da gehen wir jetzt doch ein bisschen vorbereiteter rein. Das. Ist das enttäuschend, wenn hier nichts ist. Warum ist hier denn so wenig? Also die Halbinsel fühlt sich gefüllter an. Muss ich ganz klar sagen. Auf der Halbinsel fühlt es sich so an. Also oben in der Welt, ne? Die Höhlensysteme haben bisher, also den Bunker, den wir erforscht haben, der hat bisher wirklich deutlich gezeigt, dass er was drauf hat. Ich komme hier gar nicht weiter. Ach, weil ich hier bin. Oh, ich bin falsch abgebogen. Ich bin falsch abgebogen. Wie gesagt, der Bunker hat gezeigt, dass unter den uralten Plateau krass viel abgehen kann. Keine Frage. Aber ich sag mal, ähnliche Höhlensysteme gibt es auch in der Halbinsel. Und ich vermisse so ein bisschen hier gerade die World Action. Also was hier so in der freien Welt los sein kann. Finde ich nicht so schön. Nicht so gelungen. Meine Güte. Müssen wir wahrscheinlich hier so durch, ne? Oh. Ja, wenn das mal nicht ein passender Punkt ist für ein Thumbnail. Oh ja. Tut mir leid, dass ich mich beschwert habe. Sowas macht natürlich die Welt richtig reich. So, den Boso da vorne machen wir mal eben weg. Alter, hat das ein geiles Feeling hier. Drei Bosu-Fleisch. Mhm. Haben wir jetzt einfach hier am Wasser. Mal gerade. Jo, jetzt können wir das hier einfach so sammeln. Was kämpft da hinten? Irgendwas kämpft da hinten. Ich meine, das ist so ein Schrecken, so ein. Ich weiß nicht, ob es Illuminus-Schrecken oder wie das heißt. Irgendwas mit I. Gleich nochmal den Namen angucken und mir den dann mal merken. Oh! Der sieht heftiger aus. Moment. Da bereiten wir uns ein bisschen vor. Na, 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 entspann dich, entspann dich, entspann dich, entspann dich. Ja, ja? Danke. So, jetzt haben wir den auch im Blick. Weitere Segen anwerfen. Alles klar. So. Bergmannsomelett. Und. So. Jetzt können wir los. Das allererste, was ich machen werde, ist. So nah dran, wie es geht.
Sieht schon heftig aus, das Ding. Okay, mit dem Aussehen hat es, glaube ich, dann auch schon fast alles getan. Wow, Verfolgung! What? Was hat der denn für eine Regeneration? Hä? Huh? Kriegen wir schon noch. Vorsicht! So. Töte einen reinen Illuminator. Ein reiner Illuminator. Reines Chitin. Das schimmerndste Chitin eines verbesserten Plagebiests wird in zahlreichen Handwerksrezepten verwendet. Schreckenschitin. Und da vorne ist so ein Altar, den das bewacht hat. Gucken wir nochmal nach, was der da vorne im Wasser zerlegt hat. Ein Fieber. Alles klar. Gut, ich würde sagen, hier machen wir einen Cut. Und ich hätte gar nicht gedacht, dass die Reise so lange dauert, aber ich schätze es ja auch immer. Ich mache mal hier den Blick da auf diesen Turm, der jetzt aus irgendeinem Grund ausgegangen ist. Dankeschön. Schönen Samstagabend. Vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich auch bis zur nächsten Folge. Tschüss.